Gut. Auf geht's, weiter geht's mit The Forest. Was machen wir denn heute wieder? Dann machen, ich würde mal sagen, ein bisschen bauen. Was, wo hast du eben gesagt, sind wieder Leute? Auf der linken Seite sind zwei Großen. Irgendwas Bedrohliches? Ja, groß. Auf der linken Seite. Du siehst wieder mehr als ich. Das Problem ist, dass wir tatsächlich nicht weiter bauen können, solange wir wirklich nur zu zweit sind und immer wieder die großen Typen um uns rum haben. Dass wir kein Holz sammeln können. Mit zwei, drei Leuten. Na, bin ich ein bisschen kritisch. Deswegen würde ich natürlich gerne immer mehr Leute dabei haben. Also, falls ihr Bock habt, immer wieder mitzuzocken oder so, dann könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Einfach mal kurz anschreiben. Dann sollte das kein Problem sein. Mit einem Video kommentieren mit dem PSN-ID, dann lade ich euch dann relativ schnell ein. So. Du bist jetzt am Weiterbauen da oben. Das ist gut. Jetzt haben wir ein paar Baumstämme und bringen sie einzeln hierher. Okay. Wir sollten sowieso. Ach, du hast jetzt die ganze Zeit kräftig Bäumchen gefällt, oder was? Oh, einen einzigen Baum gerade. Das war doch ein Reh. Also, ich hab schon Schiss vor Rehen. Vielleicht sollten wir ja anfangen, diese komische Brücke zu bauen, die nach oben führt. Ja. Damit wir da noch einen zweiten Fluchtweg haben. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja gut, aber wenn du jetzt die Brücke baust, hast du vielleicht auch für die Feinde noch einen Übergangsweg. Stimmt doch, ja. Also erstmal die Wand. Ja. Bin ich ehrlich, finde ich mir die Wand gerade um einiges lieber als diese Brücke. Ja, ich. Den Einwand möchte ich, wollte ich nur gerade, wie gesagt, nochmal kurz geben. Ja, da vorne sind immer noch zwei. Die laufen da vorne gerade lang, weißt du? Siehst du, ich weiß nicht, ob du sie siehst. Ja, ich habe die gerade gesehen. So. Wie schnell das einfach wieder dunkel wird. Oh.
Kommen die gerade auf uns zu? Ja, die laufen wieder in die linke Richtung. Wow, das ist gerade so schnell dunkel geworden. Hm? Aber mal auf Anhieb voll dunkel. Ja. Habe ich auch gerade gemerkt. Das war jetzt gerade sehr schlagartig. Das ist das Problem halt. Bitte was? Das hat gerade wieder irgendwas geschrien. Ich traue mich jetzt tatsächlich nicht wieder weiterzumachen da hinten, ohne halt wirklich zu wissen, wo die da laufen, die links. Da läuft irgendwas mit der Laterne rum, da links. Bist du wieder draußen unterwegs oder bist du wieder hier drin? Ich bin hier unten. Okay. Irgendwie, das ist gerade so ein bisschen öde. Wenn jetzt hier noch jemand einer kommt, aber ich dachte, wir machen nach der Folge eine kleine Aufnahmepause. Machen dann morgen weiter, sind wir wieder ein bisschen mehr. Weil ich vermute, dass wir danach echt Feierabend machen. Oh, da kommt noch Laternen-Lukas. Die helle Leuchte da. Was willst du von mir? Der greift an, ne? Oder willst du? Der Luke ist weg. Aua. Ich muss ihn ja mal gerade alleine überlassen. Sterbe bitte gerade nicht weg. Tasten? Yep. Wo liegst du denn jetzt? Neben dir. Mama, so komische Geräusche. Ja, tut mir leid, ich verrecke. Ich dachte, hier steht noch irgendwo einer. Nein, nein, nein. Ich war nur ein bisschen erschöpft, müde. So, dann einmal kurz wieder waschen. So, Körperhygiene ist ja manchmal durchaus gar nicht mal so unwichtig. Komisch, dass unsere Bude nicht in Brand ist, ne? Bei dem ganzen Feuer hier. Naja, alles ist Holz und du machst da mal eben ein Lagerfeuer.
Was zur Hölle ist das? Das hört sich an wie ein kaputter Sturm. Irgendwie so ein Sturm, der erst dachte, ich werd mal wild, aber dann irgendwie doch nicht. So, ich leg mal ein bisschen Fleisch und so auf dem Grill. Hast du Hunger? Nein. Ich habe hier so Fleisch noch auf dem Grill. Jetzt noch zwei Stücke, falls du haben willst. Da läuft auch noch wieder einer rum. Irgendwo auf der linken Seite kam das Geräusch. Ja, hab ich ja so. Sind wieder die beiden. Ich würde mich. Jetzt mal so nochmal angreifen. Sie kommen eh, ne? Man traut euch her. Haben sie wieder durchs Fenster. Du stehst doch da rum und die da, laufen die denn hier vorbei? Ja. Ich glaube, die merken mich gar nicht da gerade. Soll ich sie mal anschießen? Ich geh mal zurück. Das war... Hilfe. Du kommst an und die greifen an. Das war ja nee, du Tank. Hast sie, glaube ich, bedroht mit dem, mit der Waffe. Schnell die Tür zu machen. Ja. Die stehen aber vor der Tür. Ja, hier ist auch ein Fenster, ich schieße schon. Du meinst es schon? Ich komme nicht raus. Wir kommen hier nicht raus. Hast du sie beide getötet? Jupp. Yep. Müssen wir von oben runterspringen. Wenigstens habe ich die Tür aufgemacht. Die Tür ist offen. Die liegen ja sehr. Ach so. Ja, wir kommen nicht raus wegen diesen fetten Decken da. Ja, ich bin unten. Ja, wie gesagt, ich fühle mich jetzt tatsächlich um einiges sicherer. Ich weiß, dass die zwei Heinis da weg sind.
ist da drin gefangen und ich bin draußen. Der ist doch schon weg. Also wir können wieder in die Wohnung rein und raus. So, mal kurz was essen. Und ich höre, das ist wieder hell. Und wir haben Klaus und Klaus auch los. So. Da hinten sind noch zwei Dauerläufer, die jetzt gerade mal kurz eben weggehen. Erstaunlich ruhig gerade zwischen den, mit den beiden da. Ach, du räumst gerade die Regale ein oder aus? Ja, ein. Okay. Wir bräuchten noch einmal Holz. Also zumindest, um die Tür von oben fertig zu machen. Das sind Stockbäume. Dünn. Bäumchen fällt. Vorsicht. Damit hast du, glaube ich, auch schon schlechte Erfahrungen, ne? Mit fallenden Bäumen. Was war das denn? Was tust du das? Ja, war ich. Und plumps lagst du da. Baumfeld. Ja, ich bin schon
wieder weiter. So. Also die Tür, die wenn mit der Tür steht schon. Also theoretisch kann man jetzt auch anfangen, den Steg zu bauen. Aber das machen wir, glaube ich, nicht mehr heute. Dann machen wir dann irgendwann in der nächsten, also für uns morgen in der nächsten, irgendwann in den nächsten Folgen fangen wir damit mal an. Ja, es ist sehr viel Bauerei hier, aber ich habe keine Lust, dass das Let's Play schon noch so, keine Ahnung. Oh yeah. Ich klaue dir mal ein. Frauen sollten ja nicht so schwer tragen. So, zwei brauchen wir noch. Dann haben wir da auch das Fenster fertig. Ernsthaft? Ja, komm, ich würde sagen, wir machen Feierabend, weil es bringt nichts, mit zwei Leuten sich da jetzt durchzuquälen. Wir machen morgen weiter, wenn wir möglich wieder mit drei, vier Leuten am Start sind. Oder wie siehst du das? Kommt er jetzt auf der andere oder nicht, ist die Frage, ne? Eher nicht. Gerade, der wollte um 8 Uhr da sein, wir haben mittlerweile fast halb 9. Das machen wir Hat mit da. er nicht letztes Mal so geschrieben, 8 bis halb 9 ist so? Ja, aber wie gesagt, jetzt wir machen morgen weiter. Morgen sind wir vier, Minimum sind wir vier wahrscheinlich. Ja. Dann wäre das super. Dann haben wir noch morgen noch ein Mädel dabei und dann haben wir einen Kumpel noch dabei und dann sind wir komplett. Genau, und dann machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder und dann hoffentlich mit einem etwas neueren und volleren und vor allen Dingen etwas motivierteren Trupp. Genau, bis dann. Und dann.